Hallo Leute, willkommen zu unserem neuen Video, aber mit Anton und Julia. Und heute haben wir ein riesiges Paket für euch. Deswegen drehen wir mal woanders. Auf dieses Paket haben wir jetzt schon Ewigkeiten gewartet, da durch das Coronavirus die Lieferzeiten nach hinten geschoben wurden. Und es ist endlich da! Seit März, nee, Januar haben wir es bestellt, März wäre es eigentlich gekommen und jetzt ist es da. Wir freuen uns wahnsinnig, also wirklich, wir warten lange, sehnsüchtig. Packen wir es aus? Packen wir es aus. Also wir holen das Ganze jetzt aus der Box. Wir haben es schon mal vorher geöffnet. Wir schauen einfach mal, was drin ist. Also erstmal ganz viel Polsterfolie. Der Lieferschein. Wie ihr seht, haben wir das bei All Blue Bird bestellt. Genau, ganz wichtig. Toller Händler. Toller Händler, den haben wir damals 2016 auf der Comic-Con kennengelernt. Yeah. Da hat er seinen eigenen Stand gehabt und da haben wir auch schon ziemlich viele Figuren gekauft. Mhm. Ach, super nette Leute, wirklich. Wirklich, sehr sympathisch. Ja. Mehr Polsterzeugs. Yay. Mehr Polsterzeugs. Mehr Polsterzeugs. Wow. Also das ist... Süße! Süße Kapitän! Oh, Mauer! Oh, die essen wir nachher. Ja. Sogar Mauer. Okay, die Verpackung ist tatsächlich viel größer, als ich dachte. Ja, dachte ich auch. Deswegen haben wir diesmal unseren Stand ordentlich hier auf die Bar verlegt, ja, weil es zu groß ist. Du hast die Ehre. Hol es raus. Der Paket ist auch schwerer, als ich dachte. Ja. So. Wow. Das ist das Zeug. Siehst du, komm, ich noch hin. Okay, hier an der Seite geht's auf. Ich mach's hier mal auf, nur dass dann die Folie abkommt. Ist das gerecht? Ja, ist gerecht. Das sieht auch gut. Du darfst, ich sehe, wie du dich schon freust. Du darfst, okay, komm. Okay, ich drehe jetzt einmal. Ich drehe jetzt das zweite Mal. Ich freue mich gerade wie so ein kleines Kind. Und ich ziehe jetzt alles weg. So. Vielleicht kann man es schon ein bisschen erkennen. So. Hier, was es sein könnte. Na, ich glaube, es ist ja auch offensichtlich, was es sein könnte. Ja. Aber dass es so groß ist, das ist echt. Das, also ja. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so groß ist. Ja. Weil wie ihr sehen könnt, haben wir hier einen kleinen Mini-Natsu und ich dachte eher, das wäre so ungefähr die Größe. Mhm. Aber es sieht jetzt irgendwie noch gewaltiger aus. Sieht weitaus größer aus. Ja. Also. Gut. Dann wir reißen mal auf von beiden. Ja, die beiden reißen auf. Dann wird es auch gerecht bleiben. Schaut euch das an. Diese gigantische Laxus. Wow. Der Hammer. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Sprachlos, ja. Boah, krass, ist der riesig. Da ist sogar eine Beschreibung von ihm. Ja. Der gehört Classic Rock. Ja, das ist voll mein Charakter. Also hier sehen wir auch die kleine Beschreibung von Laxus. 23 Jahre alt. Lightning. Magic ist ja klar. Hört gerne Classic Rock. Dislikes weak people. Er mag keine schwachen Leute. Ja. Wobei er seine Einstellungen ja damals geändert hat. Und ganz wichtig, das hat man jetzt auf der Verpackung noch nicht ganz gesehen, diese Figur ist von Zuma Art. Zuma Art ist ein Händler für hochqualitative Anime-Figuren. Genau. Und sie haben schon mal eine Version rausgebracht. Alma mit Lucy, Heartphilia und Aquarius. Ja. Ist auch eine geniale Figur. So, jetzt haben wir genug über die Verpackung geredet. Wollen wir den aufmachen? Ich warte schon lange auf diesen Moment. Das ist ein Heiratsantrag. Ja, ich will. Packen wir ihn aus? Ja. Weil ich muss den gerade kippen. Ich halte die Verpackung. Okay, jetzt zieh hier oben raus. Zieh. Stelle ich die Verpackung mal. Jetzt kommen wir zum Wesentlichen. Du ziehst auf der Seite, ist da ein Taser oder so? Ich weiß es nicht. Ja, da sind Taser-Stripes an der Seite. Ah, ja. Die müssen wir erstmal natürlich entfernen. Alle Taser-Stripes sind jetzt weg. Jetzt machen wir mal die ganze Hülle weg. Jetzt machen wir weg. Wow. Okay, also die Base und Laxus sind getrennt.
Also Leute, die Sache ist wirklich fest montiert. Mhm. Auch in der Verpackung ist noch Sicherheitspolsterung drin. Und was ich ganz, das ist das Beste meiner Meinung nach, um diese Kabelbinder ist auch nochmal Polsterung, damit die Figur nicht beschädigt wird. Genau, weil sonst würde vielleicht eventuell der Lack abgehen oder die Farbe beschädigt werden. Und also das haben sie richtig gut geschützt. Wow. Sieht so gut aus. Wir haben jetzt mal schnell die Kabelbinder durchgeschnitten. Es läuft wirklich gut, weil man kann die Figur tatsächlich nicht beschädigen, wenn man wirklich an diesen Stellen hier arbeitet. Also ist wirklich super geschützt. Ja. Also für jeden Sammler natürlich sehr wertvoll, wenn das gut geschützt ist. Ich habe die Ehre, ja, die sich aus der Packung ziehen. Ja. Wow, okay. Also, dann entfernen wir jetzt mal die Folie, die restliche Folie, die an Laxus geht. So. Einmal Laxus. Der ist auch echt schwer. Hier sieht man, dass man da die Füße von Laxus reinstecken kann. Ja. Das fühlt sich an wie so ein Überraschungsei aufbauen. Also krass. Ja, immer so. Der ist echt groß. Diese Figur ist der Wahnsinn. Ja, vor allem er ist auch sehr detailliert. Mhm. Und hat sich da wirklich echt Mühe gegeben. Ich bin sprachlos. Einfach sprachlos. Ja. Also das Warten hat sich gelohnt. Ich finde aber auch, das muss ich jetzt einmal noch sagen, dieser Laxus, der passt proportional voll gut zum Natsu, oder? Es ist okay, ja. Es ist okay. Ja, der Laxus ist ja auch größer als Natsu eigentlich. Ja, aber wenn du so den Faustvergleich nimmst, ist das dann... Ja gut. Laxus ist aber auch größer als Natsu. Ja, aber selbst unser Händeunterschied, ja, ich würde mal vergleichen. Kann ich immer so posten. Das ist halt der kleine Natsu. Das ist der kleine Natsu. Das ist der kleine Natsu. Ich kann richtig die Power im Schnack spüren, oder? Also guck dir mal den Boden an. Ja. Ja, aber ist auch echt krass. Ja, das ist wirklich... Diese Figur ist wirklich so gut durchdacht. Und es trifft auch den Charakter komplett. Ja. Weil, wie ihr wisst, ist ja Laxus der Enkel von Makarov, dem Gildenmeister. Und er will erstmal Fairy Tail als stärkste Gilde erobern. Was ihm aber nicht gelingt, weil die anderen Fairy Tail-Mitglieder ihm einen Strich durch die Rechnung machen. Wäre ja hier einer davon, ne? Der kleine Unruhestifter Natsu. Genau. Und was das Krasse daran ist, ist einfach die Tatsache, dass Laxus ja erstmal eher der arrogante Bösewicht ist. Ja, das trifft's gut. Genau. Und es ist auch so, dass man eigentlich Fairy Tail als Gilde ganz anders kennenlernt, weil die Leute wirklich zusammenhalten. Es ist wie eine kleine Familie aus Leuten, die sich gefunden haben, sage ich jetzt mal. Bloß Laxus ist der Erste, wo sagt, das kann nicht sein, dass verschiedene Leute mit unterschiedlichen Kraftunterschieden in eine Gilde kommen. Weil er ist der Ansicht oder der Meinung, dass wirklich nur die Stärksten in diese Gilde rein dürfen. Genau. Und dadurch hat er dann die Fairy Tail-Spiele ins Leben gerufen, richtig? Da mussten dann alle Fairy Tail-Mitglieder gegeneinander kämpfen, was natürlich für alle sehr problematisch war, weil Familie und Kämpfe, das ist ja nicht so schön. Und er hat der Gilde sozusagen das Messer auf die Brust gelegt, dass sie keine andere Wahl hatten. Aus diesem Grund hat Makarov ja auch Laxus nach dieser Tat aus der Gilde verbannt. Aber dadurch hat er sich ja zum Guten gewechselt. Genau. Er hat in dieser Zeit, wo er verbannt wurde, hat er eine Weltreise gemacht, konnte natürlich alles überdenken, was er getan hat und hat dann gemerkt, war doof. Ich vermisse die Gilde, ich brauche die Gilde
Und als die Gilde in ganz großen Schwierigkeiten war, kam er natürlich zur Hilfe. Er ist das typische Beispiel für harte Schale, weicher Kern irgendwo. Nur, dass seine harte Schale ziemlich dick ist. Ja, das stimmt, das stimmt. Später dann setzt er sich dann auch für die schwächeren Gildenmitglieder ein. Irgendwann wurde er auch unser Lieblingscharakter. Oder einer unserer Lieblingscharaktere, muss man ja sagen, weil jeder Charakter in Fairy Tail hat seine Daseinsberechtigung und ist auf seine Art und Weise extrem eigen, einzigartig. Ich bin voll happy über diese Figur. Also ich muss sagen, ich freue mich schon, die Figur endlich in meine Vitrine. Das war zu deutsch. Vitrine? Also ich bin froh, dass ich die Figur endlich in meine Vitrine reinstellen kann. Ich habe nämlich mit Anton ein ganz großes Sammler-Areal hier. Sammler-Areal. Ja. Und Laxus wird jetzt hinzugefügt. Wir haben hier so ein paar kleine Vitrinen rumstehen und irgendwie sind die paar viele, die wir haben, nicht genug. Ja, man kann immer was dazu ergänzen. Aber wir sammeln die auch gerne einfach. Ja, ja, ja. Das stimmt. Also nicht nur Disney ist in unserem Besitz, nein, sondern auch Anime und Spiele und was weiß ich. Ja. Also wir sind die totalen Geeks. Genau, deswegen die Geek Adventures. Genau. Das war's von unserem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns doch ein Abo oder ein Like da. Oder teilt es mit euren Freunden oder mit eurer Familie. Und damit bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.